Einzeln ist die Schwammspinnerraupe ja ganz possierlich anzuschauen mit ihren feinen schwarzen Härchen. Doch einzeln gibt's diese Raupen nicht. Im Gegenteil, Abertausende haben den kompletten Eichenwald abgefressen und sich dann über die Gärten hergemacht. Der Kirschbaum der Familie Fickenscher, eine einzige Raupenkolonie. Entschuldigung das Wort, aber es stinkt wie Scheiße. Das hält man mit den Nerven kaum noch aus. Wie wird es in diesem Jahr sein? Konrad Nickschick vom Umweltamt Gera ist auf Bestandsaufnahme im Liebschwitzer Wald. Weit muss er nicht gehen. An fast jedem Baum leuchten schon von Weitem hellbraune Flecke. Das sind jetzt hier diese Gelege von unserem Schwammspinner, mit dem wir ja nun sehr viel zu tun haben. Und überall im Wald liegen solche Gelege. Da sind 100 bis 300 oder manchmal auch mehr Eier drin, die von den Weibchen hier abgelegt werden und dann mit Haaren bedeckt zum Schutz werden. Denn die Schwammspinner mögen's trocken. Selbst wenn der Winter noch kommen würde, Schnee und Frost können ihnen nichts anhaben. Da wir das Problem haben, dass die Selbsttemperaturen lange Zeit auch unter 0 Grad aushalten und auch kurzzeitig sogar mal 70 Grad minus, ist der Weg einfach, sie wirklich abzukratzen. Mit einer Drahtbürste werden die federleichten Gelege einfach weggebürstet und in einem Eimer aufgefangen. Selbst wenn etwas daneben geht, ist das nicht schlimm. Denn auf dem feuchten Boden überleben die Eier nicht lang. Die Gelege werden dann am besten verbrannt. Besonders nach warmen und trockenen Frühsommern vermehrt sich der Schwammspinner stark. Wichtig ist jetzt, mit offenen Augen durch den Garten zu gehen. Hier ist gleich das erste Gelege. Da haben wir es. Ach, das gibt's ja nicht. Also wie gesagt, ich hätte das nicht erkannt. Hier sehe ich ja auch noch eine Raupe. Der Schwammspinner hat es sich bereits im Garten der Familie Fickenscher gemütlich gemacht. In vielen wettergeschützten Ecken sind die Eier zu finden. Und auch am Haus leuchtet bereits ein Gelege. Doch es gibt Hoffnung. Natürlicherweise halten solche Massenvermehrungen ja maximal 3 Jahre an. Mhm. Und durch die Maßnahmen, die jetzt in Erwägung gezogen werden oder eingeleitet werden, denke ich, dass es nicht noch mal so eine massive Belastung gibt. Für die Gartenbesitzer heißt es nun, Augen auf und Nester der Schwammspinner gründlich wegbürsten, damit der Garten in diesem Sommer nicht wieder so aussieht.